Hier wieder euer Simmalicius und weiter geht's mit FIFA 13. Mal gucken, wo es hier abging, was hier abging und wie es weiterging. Oder weitergehen tut. So, stehen geblieben sind wir am 4. Dezember. Letzte Partie gegen 1860 München, das 5:0. Okay, weiter. Diese Bedingungen wurden bereits absolviert. Erfüllt, erfüllt, erfüllt. Ein wunderbares Erfüllnis. Zweite Bundesliga-Vorschau, SSV Jahren gegen VfL Bochum. Mein Dienst ist für das heutige zweite Bundesliga-Spiel gegen VfL Bochum, habe ich dich für die Startelf ausgewählt. Oh yeah. Momentan belegt der SSV Jahren Regensburg, mein Verein, den Rang. Wieder gewartet. Kann ich endlich nachgucken. Mein Verein. Mannschaftsrang. Nee. Da haben wir sie. Platz 14. Naja. Spiel gegen den Abstieg weiter. So, letztes Mal habe ich alleine, glaube ich, gespielt. Dann wieder mit dem ganzen Team. Oh yeah, die Sachen lasse ich ja aus. Zack. Du. EA Sports. Bundesliga. Jahn Regensburg gegen. VfL 1848 Bochum. Das könnte Spitzenfußball werden. Aber wir das wird ja Spitzenfußball. Nur mal kurz die Lautstärke runterstellen und dann geht's auch gleich los. Zack. Das Problem. Trotzdem, wir begrüßen Sie herzlich, Manni Beugmann und Frank Buschmann. Tja, das Leben ist kein Konjunktiv, hätte, wäre, wenn und aber. Schauen wir es uns einfach an. Los geht's. Beide haben definitiv keinen guten Saisonstart hingelegt. Beide sind sicherlich sehr, sehr nervös und beide hoffen auf die drei Punkte und hoffen darauf, dem Gegner große Probleme zu bereiten. Oh, oh. Und Bochum gibt schon mal Gas. Können Sie jetzt einen Konter draus machen? Und jetzt. Oh, was für ein Abspiel. Zack. Und 1:0. Malicius. Ein Konterspiel. Nicht zu halten für den Keeper. Eiskalt angelaufen. Man dachte, der schießt. Oh, da. Gepasst. Oh, Tor. The Malicius. 15. Minute, Jahn Regensburg geht in Führung. Unfassbar, aber wahr. Das ist die Möglichkeit, jetzt ein Konter. Schade, gut gedacht. Und der muss drin sein. Und wieder ausgespielt, und Nachschuss, und 2:0. Peon, 7. Minute, Doppelschlag für die Gastgeber. Unfassbar. Einfach ausgekontert, knallhart. Bochum geht nach 7 Minuten mit 2:0 unter. Nun werden sie nervös. Boah. Da stand er richtig gut, aber der Unparteiische entscheidet auf Handspiel. Und Handspiel auch noch, okay. Volley! Und drin! Volley! Unglaublich! 4 Minuten nach dem 2:0! Da 3:0! Unglaublich! Richtig gute Volley-Abnahme! Was für eine schöne Flanke! Und dann direkt abgezogen! Volley! Aber denn jetzt? Oh, natürlich. Stell ich mal zum Konter ein. So. Ah, da hinten fast guter Abwurf.
sieht gefährlich aus. Ach, zu weit. Schade. 3-0. Oh, abseits. Verdammt. Aber klar, abseits. Weit vor dem Tor nimmt er den Ball. Ja, da hat er richtig gut mitgespielt. Das nennt man dann wohl modernen Fußball. Attacke mit Grätsche. Vorsicht. Ach. Und dann bringt er den Fuß noch dazwischen. Und das helfen sich viel besser. Jetzt schnell spielen, jetzt steil spielen, jetzt ein Konter setzen. Bam! Und ja, so abseits. Hätte ich das eben müssen. Bam! Egal. Gibt schon die erste Pfiffe. Zweikampf auf die alte Art, die Grätsche. Boah, von hinten in die Beine. Unterseite gelb. Zurecht. Gelb für Kamabuka. Nochmal im Nachgehen, eiskalt. Und er versucht mit dem Kopf. Ein so hohes und breites Tor. Und das war knapp. Und dann so weit daneben. Ach, verdammt, nicht direkt in den Lauf. Christian Rahm. Volley. Also, dritter Schuss. Also, nicht Volley. Quatsch. Na komm. Kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Ach, verdammt. Oh. Keine Abseits. Und Ecke. Ja, er kann durchaus gute Ecken nach innen bringen. Und mit dem Kopf hat er. Nein! Und Anschlusstreffer Sinkwitsch. 3-1. Ja, das nennt man dann wohl mit gutem Beispiel vorangehen, Manni. Da gab's kaum Chance. Eine ausgezeichnete Ecke. Also, klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel, den Schuss abgeblockt. Er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn. Und aufgelegt für Pihawk 4-1. Da setzt er sich durch, tunnelt ihn auch noch und dann Tor. Ist das schon die Entscheidung? Klare, deutliche Führung. Das lief ja ganz gut. Ah, nicht ganz gemützelt. Trainer unten an der Seitenlinie rät sich schon auf irgendwo rum. Ein wunderschönes Zuspiel. Den muss er machen. Ah. Was? Elfmeter? Für was denn? Für was gibt's denn jetzt Elfmeter? Hat er ja nichts gemacht. Geh doch hin! Boah, ich drück nach links und er springt nicht nach links. 4-2. Diese Mannschaft kriegst du nicht so schnell auf den Boden. Sie sind sofort. Ach du Scheiße. Da ist der Treffer sofort im Gegenzug. Verdammt, 4-2. Doch, du musst es fassen. Denn es ist Realität. Also normalerweise stehen die hinten bombensicher, aber momentan drängt sich ein völlig anderer Eindruck auf.
Jetzt haben sie zu ihrem Spiel gefunden. Und Tor Sirius. Was für ein Schuss. Unglaubliche Situation. Super selbst vorgelegt und ein Schuss und dann eher glücklich. Keeper sieht zu spät. 5:2. Ich glaube nicht, dass das noch kippen kann bei dieser komfortablen Führung. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Da verarsche ich ihn jetzt mit meinem Keeper. Oh, 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 oh. Pass. Pass nach draußen auf den Flügel. Ach, verdammt. Flügel, das ist häufig die Lösung. Aber nicht, wenn der Ball verloren geht. Christian Rahm. Wow. Was war das denn? Ich drück zur Seite und der... Du... Boah, was geht denn da ab? Alter. So, das gleiche. Ey, schon wieder. Soll nicht. Und nochmal Ecke. Jetzt greift er ihn an. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Jetzt beeilt euch mal, da ist ein schöner Konter drin. Ah! Vorbei der Konter, was willst du machen? Wie schwul ist das denn, ey? Einwurf. Stark gemacht. Heute werden die Tore. Und Halbzeit in Bochum, also in Ringsburg, gegen Bochum. Wenn das jetzt hier noch die Wende gibt, dann kannst du dir eine Bratwurst kaufen. Ich bin unglaublich. Ja, das ist super nett, aber da merkt man, dass er spendiert in einer Runde passiert gar nichts mehr. 5:2. Mit dieser komfortablen Führung im Rücken können sie jetzt eigentlich in der zweiten Halbzeit ganz beruhigt aufspielen. Hat der letzte Pass gefehlt. Und schon wieder eine Grätsche. Oh, und abgetränkt im letzten Moment, ey. Das war enorm wichtig. Ach Gott, Leute. So, ein Einwurf. Und das macht er richtig gut. Da freut sich der Trainer. Boah, aber im letzten Moment. Aufmerksam. Jetzt gibt's mehrere Optionen auf der linken Seite. Huch. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Das sieht gut aus. Och komm. Die Situation ist bereinigt. Lässt sich bei der Ballannahme nicht beirren. Ganz sicher hat er das gemacht. Oh. Es wird ein guter Fehlpass. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. So kann es weitergehen. Oh. Der Ball geht ins Tor aus. War doch knapp. Gibt's Abstoß vom Kasten. Und vom Platz geht mit der Nummer 11. P-Hawk und es kommt mit der 19 und K-Ordinate. Natürlich soll jetzt in erster Linie die Führung verteidigt werden. Ist ein komischer Wechsel, aber naja. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Hoffmann, 4 Ligaspiele ohne Gegentor. Heute 2 Buden. Ein sehr schöner Pass. Oh oh. Oh oh. Auf den Gegner. Sicher in der Ballbehandlung. Hast du
locker fangen können eigentlich. Was schlägst du denn da rüber? Ich gehe runter? Was warst du denn? Malicius geht runter und das kommt Wiesmeier. Reicht anscheinend der Vorsprung für den Trainer. Gut. Wenn einer das Tor verhindern konnte in dieser Situation, dann war es der Keeper. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Zack. Jetzt. Ganz locker. Otto. Key Altenay. 6. Zu 2. Boah, da ist in den Winkel. Diese Führung kannst du fast schon als Ruhekissen benutzen. Das ist natürlich auch eine schwache Abwehrleistung. Das muss man so deutlich aussprechen. Er versucht, den Ball abzugrätschen. Oh oh. Und er bekommt Hilfe. Toll, wie er das macht und... Foul. Ey. Ey, Alter. Oh oh. Boah. Auf Nummer sicher. Und letztens kommt Yujin für Symbolo. Er kann eigentlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft geleistet hat, aber er wechselt nochmal aus. Da wird der Trainer zufrieden sein. So sieht ein Pass aus. Guck mal hin! Jörg Müller! Ich glaube, da brannt sich sowas wie eine Demütigung. Ja, ja, also das ist ja nicht das erste Mal. 7:2, muss gleich mal die Spieleinstellung überprüfen. Und diese Führung hier ist mehr als deutlich. Ach komm! Oh, wäre mal eine andere People reingegangen, Alter. Und Bochum wechselt zum ersten Mal. Wow, kommt aber früh da. Jetzt wechselt der Trainer gleich. Zweimal gleich. Geledeschi und Scheitauer. Für Saraskowski, wie auch immer. Und Jaschwili. So wünscht sich das der Verein. Totale Identifikation zwischen den Fans und der Mannschaft. Ja, und das ist kein Wunder und das ist natürlich auch einfach, wenn es läuft. Und oh, und gerade so der Keeper. Dann haben sich alle lieb. Den holt sich der Keeper. Es gibt Eckball. Müller bei Ecke. Souverän ist anders, aber immerhin geklärt. Da wollte er zu viel. Fuß und dann versemmelt. Ja, aber du siehst, Manni, den einen hat er schon gemacht und auch hier wieder der Wille ist da. Da kommt noch was. Ding 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 ding. Jetzt lebe der deutsche Fußball. Souverän geklärt. Wiesmeier hat den Ball gefordert. Er wird den Ball auch bekommen. Wiesmeier hat den Ball bekommen. Pass zurück und ein Fehler. Zu weit vorgelegt, ist er. Da ist ein Spieler am Boden, könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Oh. Nein, mein Spieler, nein. Nein. Alle opfern sich hier für den Verein. Und mein Keeper. Der Müller hat sich was gezerrt. Der Müller kann nur nicht aus. Weil schon drei Spieler raus sind. Und der
Trainer bereitet hier eine Auswechslung vor. 88. Minute, 7:2, Jahn Regensburg gegen den VfL Bochum. Und hier ist exakt ausgerechnet die Statistik des Ballbesitzes. Exakt, ja. LTD. Und der kommt genau an. Marco Giorgin. Oh, fast in den Lauf direkt. Oh, oh. Ich sag's ja immer, das Spiel ohne Ball ist immens wichtig. Und Ende. Und Ende. 7:2. 7:2. Da klappt's bei den einen und bei den anderen. Ein Tor. Nee, zwei Tore, ein Tor verlangt. Also da müssen wir nicht lang rum analysieren. Analysieren dieses analysieren. Simulation. Vorschau. Du bist in der Startelf. Rang 13 momentan. Erstmal speichern. So, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.